Bereits mittendrin in ihrer schwierigen Arbeit ist dagegen die neue Soko Peggy. Das Schicksal der 9-jährigen Schülerin aus Oberfranken hat auch uns in der Redaktion seit 15 Jahren bewegt, wie kaum ein anderes. In vielen Filmen haben wir uns mit dem mysteriösen Fall beschäftigt. Seit 11 Tagen nun herrscht Gewissheit, Peggy ist tot. Doch was ist 2001 passiert? Jetzt gibt es neue Hoffnung, den Fall doch noch aufzuklären. Die Kontroverse Story von Hans Hinterberger und Christian Stücken. Rodacher Brunn, 2. Juli 2016. Der Wald an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Hier findet ein Pilzsammler die sterblichen Überreste eines Kindes. Knochen, einen Schädel und Gegenstände. Die Polizei beruft eilig eine Pressekonferenz ein. Das Skelett ist in einem Zustand, das natürlich davon abhängt, dass es 15 Jahre im Wald gelegen ist. Unter den aufgefundenen Gegenständen befindet sich offenbar auch eine Armbanduhr. Sie deutet darauf hin, dass es sich bei der Kinderleiche um die seit 15 Jahren vermisste Peggy Knobloch handelt. Zwei Tage später erfährt Alexandra Rumpf, dass man ihre verschwundene Freundin Peggy nun wahrscheinlich gefunden hat. Dass sie jetzt dann halt nach 15 Jahren gefunden ist, das ist sehr schwer für mich. 15 Jahre. Alexandra Rumpf kann nicht verstehen, dass man Peggy so lange nicht entdeckt hat. 15 Jahre sind dann doch schon etwas sehr, 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 sehr lange, um ein Mädchen zu finden, das was gerade mal 15 Kilometer vom Heimatpunkt entfernt liegt. Währenddessen sucht die Polizei den Fundort weiträumig ab. Drei Tage später gibt es keinen Zweifel mehr. Ein DNA-Test beweist, es handelt sich eindeutig um Peggy aus Lichtenberg. Damit wird klar, Peggy ist damals nicht weggelaufen oder verschleppt worden. Sie wurde Opfer eines Verbrechens. In Lichtenberg ist man traurig, aber auch ein wenig erleichtert, dass es endlich Gewissheit gibt. Bürgermeister Holger Knöppel hofft, dass der Fall Peggy nun bald abgeschlossen werden kann. Also ich hoffe jetzt sehr, und Lichtenberg mit Sicherheit alle hier, dass diese Ermittlungen zu einem Erfolg führen, dass man irgendwelche Spuren, auswertbare Spuren findet, DNA-Spuren, die man auswerten kann, dass wir wirklich den Mörder finden. Seit 15 Jahren kommt Lichtenberg nicht zur Ruhe. Kann der Täter jetzt endlich ermittelt und gefasst werden? Bisher gab es keine Spur von dem Mädchen. 15 Jahre lang suchte die Polizei vergeblich nach ihr, in Seen und Höhlen, sogar in der Türkei und in Tschechien. Der geistig behinderte Ulvi Kulac wurde wegen Mordes an ihr zu lebenslang verurteilt. Ein Fehlurteil. Vor 2 Jahren wurde er wieder freigesprochen. Jetzt hat man sie endlich gefunden. Zum ersten Mal hat die Polizei Spuren und einen konkreten Anhaltspunkt. Das ist eine schwere Spurensuche, die natürlich sehr viel Personaleinsatz erfordert. Der Fundort liegt nur 15 Kilometer von Lichtenberg entfernt. Hundertschaften der Polizei suchen nach Spuren, nach persönlichen Gegenständen von Peggy, nach einer möglichen Tatwaffe. Erneut wird eine Sonderkommission eingesetzt. Es ist die dritte. Sie fängt noch einmal ganz von vorn an. Ob es also Mord war, können wir nach dem jetzigen Stand nicht sagen. Auch das kann man erst, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind. Könnte es sich auch um einen Unfall gehandelt haben, der anschließend verdeckt werden sollte, indem man das Mädchen im Wald ablegte? Die Polizei will auch das nicht ausschließen. Alexandra Rumpf hat Peggy all die Jahre vermisst. Im Jahr vor Peggys Verschwinden waren sie beste Freundinnen. Das hat Peggy damals in Alexandras Poesiealbum geschrieben. Fast jeden Tag waren wir zusammen. Von früh bis spät, wir haben sehr viel miteinander erlebt und irgendwann hat sich da dann die beste Freundin draus entwickelt. Und 15 Jahre lang hat sie sich gefragt, was mit ihrer Freundin geschehen ist. 15 Jahre Hoffnung, vorbei. Bis halt Peggy gefunden worden ist,
war ich immer in der Hoffnung, hoffentlich wird sie bald lebend gefunden, hoffentlich ist ihr nichts passiert und hoffentlich ist sie nicht irgendwo in der Türkei oder in Tschechien drüben. Also ich war immer in der Hoffnung, dass sie so schnell wie möglich noch lebend gefunden wird. Jetzt herrscht traurige Gewissheit. Aber noch ist unklar, ob es sich bei dem Fundort auch um den Tatort handelt. Die Ermittler gehen im Moment nicht davon aus. Für sie stellt sich die Frage, wie Peggy hierher gebracht wurde und warum an diesen Ort. Der Profiler Axel Petermann hat während seiner Zeit bei der Bremer Polizei in Hunderten von Mordfällen ermittelt. Für ihn ist der Fundort aufschlussreich. Der Täter muss auf jeden Fall ein Fahrzeug gehabt haben und er stand unter Druck. Es spricht für eine nicht vorbereitete Tat, für ein schnelles Agieren des Täters. Er wollte das tote Kind wegbringen. Dort, wo er getötet hatte, durfte das Kind nicht gefunden werden. Und zum anderen kann es aber auch für eine Vertrautheit des Täters mit dem Ort sprechen. Er kennt diesen Ort, er kann das Risiko dort einschätzen. Jetzt melden Presseberichte, dass Peggy in dem Waldstück nicht vergraben, sondern nur in einer Mulde abgelegt und mit Ästen und Zweigen zugedeckt worden sein soll. Rechtsanwalt Michael Euler hat sich jahrelang mit dem Fall beschäftigt. Er hat Ulvi Kulacs vor Gericht vertreten und ihn vor 2 Jahren freibekommen. Auch für ihn birgt der Fundort viele Ermittlungsansätze. Möglicherweise hat der Täter Spuren am Fundort hinterlassen. Man wird jetzt die weiteren rechtsmedizinischen Untersuchungen abwarten müssen. Es kann sein, dass DNA-Spuren gefunden werden, die zu einem Täter führen. Aber auch die Art des Todes könnte hier Aufschlüsse hinsichtlich eines möglichen Täters geben. Aber kann die Rechtsmedizin Aufschlüsse über die Todesursache liefern, wenn das Opfer 15 Jahre lang im Wald lag? Im Rechtsmedizinischen Institut in München kennt man solche Fälle. Einen verletzten Schädel, den erkennt man relativ problemlos. Bei Messergebrauch kann man Glück haben, dass eine der Rippen, die muss man halt dann wirklich intensiv durchmustern, dass eine der Rippen jetzt eine messertypische Verletzung hat. Schusswaffengebrauch ist in so einem Zusammenhang wäre extrem ungewöhnlich. Bei anderen Verletzungen hat die Rechtsmedizin ihre Grenzen. Gift ist schwierig nachweisbar. Vor allem, wenn keine Waffe verwendet wurde, haben es die Mediziner schwer. Beim Würgen oder Erdrosseln, also Gewalteinwirkung gegen den Hals, zum Beispiel auch, weil das Kind geschrien hat und man dann das Kind ruhig stellen will. Da sind wir darauf angewiesen, dass der Kehlkopf vorhanden ist. Nach 15 Jahren im Wald ist das unwahrscheinlich. Doch dass man vom Täter eine DNA-Spur ermitteln kann, ist gut möglich. Der Fundort kann viel über die Tat verraten. Für die Ermittler ist auch wichtig, was Peggy anhatte, als sie im Wald versteckt wurde. Denn inzwischen ist bekannt, es fehlen Kleidungsstücke von ihr. Wäre Peggy nackt gewesen, als sie abgelegt wurde, könnte das ein Hinweis auf ein Sexualdelikt sein. Hat sie Kleidung getragen, muss man schauen, wie gut ist die Kleidung noch erhalten. Gibt es Hinweise darauf, dass Kleidungsstücke heruntergezogen worden sind? Also könnte dann auch etwas zum Motiv sagen. Axel Petermann hält es für möglich, dass am Fundort Gegenstände des Täters liegen. Etwa Kleidung von ihm, eine mögliche Tatwaffe oder etwas, das er verloren hat. Alles ist denkbar. Eins kann ich wirklich sagen, der Mörder von Peggy, der wird keine ruhige Sekunde haben. Für Michael Euler ist jetzt ganz entscheidend, welche Sachen von Peggy man im Wald gefunden hat. Was ist mit ihrer Jacke und ihrem verschwundenen Schlüsselanhänger? Besonders interessiert ihn, warum Peggys Schulranzen nicht dabei ist. Der Schulranzen wurde damals nicht in ihrem Haus gefunden, weshalb man jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt davon ausging, dass Peggy Knobloch mit diesem Schulranzen verschwunden sein muss. Die Polizei hat jetzt bekannt gegeben, dass der Schulranzen nicht am Fundort lag. Was kann das heißen? Der Schulranzen ist sehr aufschlussreich, um den Tag ihres Verschwindens zu rekonstruieren. Lichtenberg, 7. Mai 2001.
Am Tag ihres Verschwindens wird Peggy mittags auf dem Heimweg von der Schule gesehen. Ein Mädchen beobachtet sie zudem aus einem Schulbus heraus. Da sind es für Peggy nicht einmal mehr 50 Meter bis zu ihrer Haustür. Gudrun Rödel lässt die Sache keine Ruhe. Fast 10 Jahre hat sie darum gekämpft, die Unschuld von Ulvik Hulatsch zu beweisen. Kaum jemand kennt die Ermittlungsakten so gut wie sie. Darin heißt es, dass Peggy kurz vor ihrer Haustür ihrem Mörder begegnet sein muss und nie daheim angekommen ist. Erhärtet wird das durch die Aussage eines Nachbarn. Der Nachbar, der mit im Hause Knobloch wohnte, sagte aus, dass er, wenn Peggy nach Hause gekommen wäre, das gehört hätte. Denn das Geräusch der Haustür, das laute Knallen, wäre nicht zu überhören gewesen. Gudrun Rödel ist davon nicht überzeugt. Ihrer Meinung nach könnte Peggy sehr wohl zunächst nach Hause gekommen sein. Das Geräusch ist nicht besonders laut. Bayreuth, 14. Mai 2014. In einem Wiederaufnahmeverfahren wird Ulvik Hulatsch vom Mordvorwurf freigesprochen. Dabei werden auch eine Reihe von Zeugen gehört, die schon 2001 berichtet hatten, Peggy am Tag ihres Verschwindens bis in den frühen Abend hinein in Lichtenberg gesehen zu haben. Sie alle blieben in dem Verfahren bei ihrer Aussage, es war Peggy, die sie gesehen haben. Sie haben das im Wiederaufnahmeverfahren eindeutig dargelegt, dass es Peggy war, die Sie bis abends noch gesehen haben. Kein einziger dieser Zeugen berichtete, dass er Peggy mit einem Schulranzen gesehen hätte. Warum ist der Schulranzen damals mit Peggy verschwunden? Das wirft Fragen auf. Ist möglicherweise der Schulranzen von dem Täter bei Peggy zu Hause geholt worden, um es so aussehen zu lassen, dass das Mädchen schon gar nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen ist? Der Schulranzen könnte ein Schlüssel zur Lösung des Falles sein. Wenn er nicht bei Peggy am Fundort lag, wo ist er dann heute? Diese Frage stellt sich auch Gudrun Rödel. Aus den Akten weiß sie, dass Peggy nach der Schule oft nicht gleich nach Hause ging. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sie hier gesehen wurde, wie sie kurz vor der Haustür war, aber tatsächlich nicht in die Wohnung ging. Peggy ist oft nach der Schule direkt in die Sonne gegangen, hat dort von der Gaststätteninhaberin warmes Essen gekriegt. Und die haben dann mit ihr auch immer die Hausaufgaben so weit wie möglich fertig gemacht. Dort war sie dann auch meistens bis um 3, 4, bis wir uns dann getroffen haben. Im Gasthof zur Goldenen Sonne hat Peggy viele Nachmittage verbracht, oft bis spät in den Abend. Teilweise waren wir dann dort auch am Wochenende bis 19, 20 Uhr gesessen. Und meistens, wenn ich sie gefragt hatte, Peggy, musst du wohl nicht heim, hat sie halt so gemeint, ja, interessiert sich so gut wie sowieso keiner dafür, wo ich jetzt hingehe oder was ich jetzt mache. Kurz vor ihrem Verschwinden verändert sich Peggy. Sie zieht sich zurück. Der Kinderarzt verschreibt ihr starke Psychopharmaka. Irgendetwas muss passiert sein. Nach den Zeugenaussagen im Wiederaufnahmeverfahren verschiebt sich der Zeitpunkt von Peggys Verschwinden vermutlich in die Abendstunden. Zuletzt wurde sie gegen 19 Uhr in Lichtenberg gesehen, berichtet ein Zeuge. Gegen 20 Uhr kam die Mutter nach Hause. Man hat unmittelbar darauf angefangen, nach dem Mädchen zu suchen, sodass der Zeitpunkt des Verschwindens zwischen 18 und 20 Uhr anzusiedeln sein dürfte. Marktplatz Nummer 8 in Lichtenberg. Heute steht die Wohnung von Peggys Familie leer. Doch für die Ermittler verdichten sich in den letzten Jahren Hinweise, dass der Täter möglicherweise aus dem Umfeld dieser Wohnung stammt. 3 Männer waren die bisherigen Verdächtigen. Die Verfahren gegen die Tatverdächtigen aus den Jahren 2013 bis 2015 sind inzwischen alle eingestellt worden, da kein Tatnachweis zu führen war. Doch es läuft noch immer ein Verfahren gegen Unbekannt. Es werden alle noch einmal überprüft, auch die bisher Verdächtigen. Es gab in der Nachbarschaft von Peggy Knobloch einen älteren Mann,
der bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden ist. Im April 2013 gräbt die Polizei das Grundstück des Mannes auf. Sie vermutete, dass Peggy möglicherweise dort vergraben worden ist. Sie findet aber keine Spur. In Lichtenberg macht man sich trotzdem Gedanken. Ich bin ja selber Vater von zwei Kindern. Und damals, wo die Peggy verschwunden ist, war meine Tochter 2 Jahre jünger. Also die haben sich auch gekannt. Von daher betrifft einen das unmittelbar auch. Und ich kann jeden verstehen, der da Ängste hat, auch solange jetzt der Mörder noch nicht gefunden ist. Ein zweiter bisher Verdächtiger wohnte damals in Peggys Haus. Es war ihr Nachbar. Dieser gab an, zur Mittagszeit am PC gesessen zu haben. Jedoch konnte die Polizei feststellen, dass zu diesem Zeitpunkt keinerlei Eingaben an dem Computer erfolgten. Warum machte dieser Nachbar falsche Angaben? Verdächtig war in den Augen der Polizei auch dessen Halbbruder. Dieser Halbbruder ist wegen sexuellen Missbrauchs anderer Kinder verurteilt worden. Der Mann rückte insbesondere deshalb in das Visier der Ermittler, weil er falsche Angaben zum Tag des Verschwindens von Peggy Knobloch machte. Er spiegelte den Polizeibeamten im Rahmen seiner ersten Vernehmungen ein Alibi vor, jedoch wurde dieses Alibi widerlegt. Hat er etwas mit Peggys Tod zu tun? Inzwischen sitzt dieser Mann im Gefängnis. Dort hat er sich ein Bild von Peggy an die Wand gehängt. Aber keinem dieser 3 bisher Verdächtigen konnte je etwas nachgewiesen werden. Kann Peggys Schicksal 15 Jahre nach ihrem Tod noch aufgeklärt werden? Also aus meiner Erfahrung weiß ich, dass immer wieder Taten auch nach vielen, vielen Jahren, manchmal nach mehreren Jahrzehnten aufgeklärt werden können. Die Ermittler werden jetzt sehr, sehr intensiv arbeiten. Bayreuth, 12. Juli 2016. Pressekonferenz der Polizei. 11 Tage nach dem Fund von Peggy hat sie noch keine konkrete Spur. Die Ermittler haben eine Belohnung von 30.000 Euro ausgelobt und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wir fragen daher, wer hat an besagter Örtlichkeit in diesem Zeitraum Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wem sind Personen bekannt, die Ortsbezüge dorthin haben? Wer hat sich 2001 im bezeichneten Waldgebiet zu sportlichen Aktivitäten, Spaziergängen oder zum Pilzesammeln aufgehalten? Alexandra Rumpf hofft, dass sich jemand erinnert und dieser Hinweis die Ermittler zum Erfolg führt. Ich möchte auf jeden Fall, dass der Täter so schnell wie möglich gefunden wird oder er sich von mir aus auch selber stellt, keine Ahnung. Dass halt auch wenigstens jetzt nicht nur irgendwie Familie, sondern auch die Freunde von Peggy endlich mal ihre Ruhe finden. Peggys Grab ist leer. Nun kann sie endlich beerdigt werden, 15 Jahre nach ihrem Tod. Ja, die Polizei bittet also weiterhin um Hilfe aus der Bevölkerung. Und deshalb hat sie ein Hilfetelefon, ein Hinweistelefon geschaltet unter der Nummer 0921 50 61 414. Können Sie anrufen, wenn Sie Hinweise zum Fall Peggy haben. Wir sind eins. ARD.